Die Schiede, Hauptverkehrsader in Limburg. Hier sind die Stickstoffdioxidwerte am höchsten. Laut deutscher Umwelthilfe sorgen die Abgase von Dieselmotoren für ein erhöhtes Krankheits- und Sterberisiko. Auf Abhilfe warten die Limburger schon länger. Wir wohnen unmittelbar hier daneben. Das ist schlimm. Und vor allen Dingen die Verkehrsführung. Der Verkehr hier, der steht so lange. Die Abbiegespur ist um 10 Meter verkürzt. Das soll schon seit April geändert werden und es passiert nichts. Umweltzone einrichten. Ja, das ist, ich meine, wenn es eben zu hoch ist, dann muss man das eben irgendwie Maßnahmen ergreifen, um das zu senken. Das ist ja in dem Sinne ganz simpel. Das Wirksamste wäre das mit der grünen Plakette. Das wäre schon mal was Wichtiges. Und zweitens sollte man ein Lkw-Durchfahrtverbot versuchen, in Gang zu kriegen. Alle Maßnahmen sind schon lange geplant, festgehalten im Luftreinhalteplan des hessischen Umweltministeriums in Zusammenarbeit mit der Stadt Limburg. Die aber kann alleine nichts machen, bevor das Land nicht aktiv wird. Außerdem sperre sich das Nachbarland Rheinland-Pfalz. Also wir haben schon Gespräche in großen Runden geführt, da waren alle dabei. Aber das Land Rheinland-Pfalz sagt natürlich, wieso sollen wir dann die Umleitungsstrecken auf uns nehmen, wenn auf der anderen Seite das Problem ist. Wobei das so nicht ganz richtig ist. Die Diezer Seite, da wohnen auch Menschen, die haben genau das gleiche Problem, da wird halt nur nicht gemessen. Das Problem in Hessen scheint nun gelöst. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden nahm heute die Landesregierung in die Pflicht. Zeitnah muss sie jetzt die Stickstoffdioxidbelastung in Limburg reduzieren. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Ihre Erfahrung, nur vor Gericht könne man Umweltzonen oder Fahrverbote erwirken. Das muss das Land jetzt endlich tun. Ehrgeizlos in der Ecke zu sitzen und zu sagen, wir schreiben mal ein Papier, aber so richtig wissen wir nicht, was wir da machen sollen. Und die Kommune will ja vielleicht auch nicht so richtig. Und ach, Rheinland-Pfalz müssen wir auch noch fragen, ist ja alles so schwierig. Das reicht einfach nicht. Jetzt ist das Land am Zug. Schon seit Jahren misst das Landesamt für Umwelt und Geologie hier zu hohe Stickstoffdioxidwerte. Der Jahresmittelwert über 60 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. 1,5-mal so viel, wie der EU-Grenzwert verlangt. Und das schon seit 2010. Schuld haben Dieselmotoren. Durch Limburg wälzt sich nicht nur der Verkehr der A3, auch der Bundesstraßen B49, 54 und 417 tagtäglich. Laut Umweltministerium fehlen rechtliche Grundlagen für Verbesserungskonzepte. Maßnahmen seien nur umsetzbar im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, sprich entsprechend der finanziellen Mittel. Jetzt muss Hessen aber nachbessern. Ich werde in dem, was ich in der Aufstellung der Luftreinhaltepläne tun kann, was mir rechtlich möglich ist, werde ich tun. Ich werde auch bezüglich Limburg ein Gesamtkonzept darstellen. Nur ganz ehrlich, es wird die Kommunen deshalb nicht weiterbringen. Da erst in einem Jahr das neue Gesamtkonzept vorliegen muss und die Umsetzung dann kann noch Jahre dauern. Ein kleiner Trost für die Bürger, eine Umweltzone soll schon zum 1. Januar 2016 kommen, zumindest ein kleiner Schritt.